Ticket. Entschuldigung. Und damit ein herzliches Willkommen bei der Minecraft-WG. Hoch die Tassen, hoch die Tassen. Wir haben heute ein kleines, ein Special, aber einen Gast, den es so noch nicht in dieser Staffel gab. Und zwar ist es ein Weibchen. Woo! Hallo, Mikoka! Wir hatten schon ein Weibchen. Aber ich. Aber die war doch für die Aufnahme zuständig. Aber die war nicht blond und hatte so schöne blaue Augen. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Machen wir so sentimental. Okay, ja, da sind wir jetzt übrigens. Könnte ich bitte... Kacke! Oh, oh, guck mal, was ist das? Kacke haben? Es liegt auf dem Boden? Oh mein Gott! Oh, ich will das haben! Mir gehört's nicht. Was liegt auf dem Boden? Das war meins. Willst du auch den Gast sagen oder willst du einfach nur sagen, wir haben einen Gast? Hat sie das gesagt? Ich hab doch wie Coca gesagt. Achso, okay. Coca! Ich hab viel mal nicht zugehört. Nicht wie Coca, wie Coca. Coca! Mir hört keiner zu. Wie Coca. Ja, Rio, was wolltest du sagen? Ich hab nur gesagt, ich hab das weggeschmissen. Das ist weggeschmissen. Übrigens haben die Gäste bei uns, bei mir unter dem Video steht, wir sollen mal wieder so mehr Sachen machen, wie wir vorher gemacht haben. Also, dass wir die Gäste immer wieder dasselbe fragen. Also jeden Gast dasselbe. Oder dass er immer dasselbe machen muss. Oder hast du auch nicht gesehen. Darauf habe ich gesagt, das fangen wir doch so langsam an. Zum Beispiel das Battle oder sowas oder das Singen, das genau, wird ja so lange. Oder die Bühne, die ich ja wir gebaut uns habe. Doch, ja, wir müssen uns doch erstmal einspielen, Leute. So, da oben ist das Haus, wo du weiterbauen musst. Ja. Auf dem Weg dahin kannst du erzählen, wer du bist, was du machst. Genau. Genau. Los! Ich mach nicht so viel. Nein, du willst mehr machen als nur leben. Ja, klar. Ja, ich bin der Rio, ich lebe. Und das eigentlich leben so 24 Stunden am Tag. Das sieht nicht bloß so aus. Dazwischen schlafe ich. Was? Also, so YouTube-technisch oder so mache ich eigentlich gar nichts. Weil, da gucke ich nur. Aber du guckst Videos? Ja, ich gucke Videos. Das ist ja schon mal was YouTube-technisches. Ja, okay. Selber machen mache ich eigentlich nichts. Ich weiß nicht, habe ich so nicht so viel Zeit zu. Ja, muss man ja auch nicht alles machen. Muss man auch nicht, genau. Ja. Boah, jetzt wäre ich fast gestorben. Oh, das kann ich noch erzählen. Die Kiste hat's gefunden, gut. Wir müssen sagen, was denn der nächste Gast machen muss. Haben wir uns jetzt trotzdem, haben wir nicht mehr darüber gesprochen gerade, ne? Nein. Verdammt. Was wir aber gesagt haben, ist, dass der nächste Gast, der sich bewirbt, nicht für nächste Woche bewirbt, also nicht jetzt für den Mittwoch, den ihr in 3 Tagen habt, sondern für den Mittwoch danach. Ich muss auf meinen schlauen Kalender gucken, was das für ein Tag ist. Der nächste Mittwoch? Der 13. Also, ihr bewerbt euch für den 13. Für den was daran liegt, dass wir dann eine Woche Zeit haben, zu entscheiden, wen wir von euch nehmen. Genau. Und ich das nicht allein entscheiden muss. So, was müsst ihr machen? Ihr müsst einfach nur ein 6-zeiliges Gedicht unter unserem Video schreiben. Unter diesem Video, egal auf welchem Kanal, ein 6-zeiliges Gedicht. Das 6-zeiliges passt doch gar nicht rein. Warum nicht? Never ever passt ein 6-zeiliges Gedicht in okay, die Kommentare. Okay, dann nur 4 Zeilen. 4 Zeilen Gedicht. Und zwar mit dem Thema, wie geil ihr die Minecraft-WG findet. Genau, let's go. Wir müssen jeweils einmal, jeder von uns muss einmal in der Zeile vorkommen. Nee, das klappt nicht. Nein, also, das geht nicht. Das ist unmöglich. Also ein 4-zeiliges Gedicht für die Aufnahme am Mittwoch, der 13. um 20.30 Uhr. So. Ja, da müsst ihr auch Zeit haben, bitte. Sonst, ja. Und TS3 müsst ihr haben und reden müsst ihr können. Ticket müsst ihr haben. Und hübsch müsst ihr sein. Ich meine. So. Wir nehmen auch hässliche Gäste. So hässliche Bratzen kommen hier nicht rein. haben wir einen Türsteher für, und zwar der Karl. Ja. Karl! Der hat. Wir dann alle Gäste. Der hat Hände wie Betonmischer. Und. Und ein Kinn wie ein Vulkan. Weil er auch einen Pickel da drauf hat. Ja. Macht Sinn. Was ist das für ein Zeug? War es ein Pickel oder ein Vulkan? Ich kann es dir gerne erklären. Ist beides ähnlich. Was ist ein Laproton-Kristall? Machen wir doch mal einen kleinen Exkurs in die Naturkunde. Oh ja. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Keine Ahnung, was ich dran bauen soll. Okay. Ich habe mir überlegt, dass dieser blöde Fall Tower eine übelst beschissene Idee ist, übrigens. Ich fiel mir gerade mal so spontan ein, weil ich einfach keinen Bock habe, so lange an dem Ding rumzuwerkeln. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt, ne? Ich glaube, ich muss mal gucken, ob dieses Light-Ding. Goldcable, alles klar, Maschinenblock. Ob mein Ticket jetzt wieder ganz normal funktioniert. Der hat sich nämlich gerade geupdatet nochmal. Ich glaube, ich hatte da irgendeinen Bug, zumindest habe ich das gelesen.
Also ich hatte einen Bug in meinem Singleplayer, dass ich meine Teleporter-Pipes nicht mehr anklicken konnte. Dann ist abgestürzt oder was passiert? Ja, ja, das ist mein ganzer Rechner ist hängen geblieben dann. Ja, ja, bei mir so, auch so eben. So richtig hart. Halt. Bei mir auch. Und das fand ich halt so merkwürdig. Es war wohl ein Bug mit der neuesten Version. Jetzt heißt es bei mir auch Light-Sensor. Wenn jetzt mein Rechner wieder gleich abstürzt, dann kriege ich echt, beziehungsweise nicht mein Rechner, sondern... Dann kannst du ja mit den Light-Sensoren rumspielen, wenn das jetzt geht. Fuck! Das sieht mir immer noch nach dem Bug aus. Nein! Habe ich irgendwie, also ist jetzt nicht abgestürzt, sondern ich habe schnell Escape gedrückt, weil die Anzeichen für den Bug waren letzte Mal, das sieht man jetzt vielleicht in meiner Aufnahme, dass sich die eine Stelle die ganze Zeit ausgetauscht hat mit dem Jetpack. Damit wollte ich jetzt niemanden zu mir locken, sondern ich wollte das nur kurz erklären. Also für alle, die jetzt bei euch gucken. Also bei mir oben rechts quasi, wenn ihr euch vorstellt, wie das Crafting-Feld ist, dann wechselte sich bei mir ein Item ganz schnell hin und her, immer zum Jetpack und zum eigentlichen Item. Und das war für mich letzte Mal auch der Indikator dafür, dass gleich irgendwas schief geht. Deswegen habe ich gerade schnell Escape gedrückt. Das war wieder sehr lange gesprochen. So, ihr seid jetzt wieder für 5 Minuten dran. Ich halt die Fresse. Haben wir kein Red Zone? Immer 4 Stück in der Kiste gefunden. Ach nee, ich dachte gerade eine Krake, die am Lager ist. Den Red Zone habe ich fast komplett für die Solarhelme verbraten. Transmutation Table. Ich würde ja gerne mal wieder was mit Tacket machen, aber ich habe keinen Plan, was. Vielleicht mal irgendwas Energiemäßiges. Mach doch diese, wenn das mit einer Lightsensor geht, nicht, hast du gesagt, ne? Nee, das zeigt er mir nicht an. Ich sollte mir ja mal eine Red Matter Rüstung bauen, aber haha, wie soll ich da rankommen an Red Matter? Also, ich habe mir jetzt in meinem Singleplayer, Habe ich gesehen, Dark Matter. Darf ich das verraten? Habe ich gesehen schon. Nee, ich hab schon was Zukünftiges gebaut, egal, dann seht ihr das. Ich habe mir ein Red Matter Schwert, eine Pickaxe und eine Axt gebaut und habe dafür, ich glaube, 6 oder 7 bis 6 Diamanten verbraucht. Also, das war schon. Schon nicht ohne. Wie lange hält denn Red Matter? Es geht nicht kaputt. Kann ich vielleicht Holz bekommen? Geht nicht kaputt. Ja, kannst du. Ist keins unten in der Kiste? Alter, da baust du ja Ewigkeiten. Nein, in der Gaskiste ist kein Holz. Richtig, also ich brauche bei uns im Lager unten? Stück. Du musst ja immer einen Philosopher Stone bauen und so einen Scheiß. Geh da mal runter. Ja. 8 Stück. Also die Bodenplatten davor geben an, was in der Kiste ist. 6, 7, 8. Ja. Okay. Was baust du gerade? Wir müssen eh ins Bett gehen. Aber hey, wir könnten tatsächlich mal wieder so generische Fragen reinnehmen, aber vielleicht mal auch welche, die mehr so... Die Sinn machen. Die aufs Gaming oder sowas, also die auch jeder beantworten kann. Ich meine, Marvel oder DC könnte ich zum Beispiel nicht beantworten, weil ich die teilweise nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja, willkommen im Club. Ich könnte sagen, ja, ich mag Batman und Spider-Man. Ich hab was, Kartoffeln oder Pasta? Ohne Witz jetzt, das will ich wissen. Solche Oder-Fragen sind böse. Was magst du lieber? Oder-Fragen sind geil. Kartoffeln. Ich lieg im Bett. Kartoffeln, Tüften. Da sind nur noch 12 Holz drin, das ist... Oh, also verdammt. Ich würde jetzt antworten, das hängt davon ab, wie die Zubereitung, der Zubereitung ab, ob gebraten oder gekocht. Nudeln sind schon besser als Kartoffeln. Ich stehe gleich nach dem Schlafen auf und gehe dir Holz hacken, ja? Soll ich auch irgendwo schlafen? Wobei so richtig schön, du kannst mit Nudeln halt echt geile Sachen machen. Du kannst so richtig schön kräutergebackene Nudeln machen, so mit kleinen hauchdünnen Knoblauchscheiben drauf. So Kartoffelhälften mit Olivenöl etwas eingestrichen und mit Oregano und Thymian überstreut. Ja, halt die Fresse! Salz, Pfeffer und wie gesagt, Knoblauch klein schneiden und drüberlegen. Und dann kannst du den Knoblauch auch noch essen, weil der wird mitgebraten und der wird dann ganz knusprig. Der wird richtig lecker. Wollen wir ins Bett gehen oder in die Küche? Ich bin im Bett. Ich bin auch zwar im nicht Bett. Dort im Haus, aber ich bin im Bett. Ich wollte gerade nur sagen, dass Kartoffeln auch... Dass man daraus echt so tolle Sachen machen kann. Jo, jetzt will ich auflaufen ans Bett. Also ich finde... Rio, du hast die Füße nicht abgetrennt, ich hab's genau gesehen. Natürlich habe ich das gemacht. Ich bin mit dem Jetpack 2-mal hoch. Also ich finde mit Kartoffeln kann man vielseitigere Sachen zubereiten. Wobei ich so normal gekocht Nudeln auch lieber mag. Aber man könnte ja auch theoretisch so Nudelauflauf oder so machen, das kann man ja auch. Ja, das kannst du ja mit Kartoffeln auch machen, aber probier mal eine Nudel zu backen. Nudelauflauf mit Kartoffeln, das geht also, doch. Also, ja, wenn du jetzt nicht eine Lasagne machst zu backen, so... Überbackene Nudeln, nein. Doch, habe ich heute auch gehabt, ist voll lecker. Du machst es wie Spaghetti Bolognese und dann Käse drüber und dann rein. Ja, das nennt sich Lasagne. Wir überquatschen den Gast dann wieder, schlecht. Das nennt sich Lasagne. Oh, Creeper! Warte mal, Charging Bench. Da ist ein Creeper hinter mir. Ich hätte ja mal Bock, ein Atomkraftwerk zu bauen. Was ist das? Warum?
komisch, bei der Reactor Chamber, da zeigt sie mir auch so einen blöden. Ich frag's auch erst gerade. Ja, ja. Ordentlich. Gebackt bei mir. Das übelst. Ein... Okay. Wir müssen jetzt so sprechen. Obwohl ich nicht. Aha. Hallo, hört man mich wieder? User of your channel, time down. Okay, tschüss. Der erste ist los. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Okay, dann schließen wir mal die Aufnahme hier. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder.